Der Aiwanger-Skandal ist offiziell beendet. Aus vorbei kann man Haken dran machen. Das war's. Hubert Aiwanger tritt natürlich nicht zurück. Wobei, den Rücktritt hätte ja im Zweifel eh sein Bruder übernehmen müssen. Oder ich komme gar nicht mehr hinterher. Reue und Demut hatte Markus Söder nach der Flugblatt-Affäre von Aiwanger gefordert. Reue und Demut klingen bei Aiwanger übrigens so. Hier wurde von langer Hand geplant, den Aiwanger fertig zu machen, mit dem Ziel, die Freien Wähler zu schwächen, eventuell sogar die Grünen in die Landesregierung zu bringen. Hier wurde versucht, die Wahl gezielt zu beeinflussen. Das ist eine Schweinerei, meine Damen und Herren. Er ist das Opfer. Ein Opfer des Nationalsozialismus, so gesehen. Wenn nicht sogar das größte Opfer des Nationalsozialismus. Er sagt es ja selbst. In meinen Augen wird hier die Shoah parteipolitisch missbraucht. In Bayern fordern die Ersten schon die Errichtung einer Gedenkstätte. Ein Aiwanger-Denkmal. Bestehend aus einem Lautsprecher und einem leeren Karton. Der Lautsprecher steht für seine Reden, der leere Karton für sein Erinnerungsvermögen. Ich finde schon, dass man Menschen zugestehen muss, dass sie in ihrer Jugend Fehler machen und daraus lernen. Wir erinnern uns, Joschka Fischer hat Steine geworfen. Winfried Kretschmann war Hardcore-Kommunist. Olaf Scholz wurde wegen der Verbreitung von Langeweile von einem Polizeibären festgenommen. Aber die Frage ist ja, wie geht man als Erwachsener dann mit so etwas um? Man wird konfrontiert mit einem Vorwurf und dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Man kann erstens einen Vorwurf glaubwürdig aus der Welt räumen und sagen, es stimmt nicht. Man kann sich auch glaubwürdig distanzieren. Man kann auch einen Fehler eingestehen und deutlich machen, dass man aus dem Fehler gelernt hat. Oder man ist Hubert Aiwanger. Dann macht man es so, Söder hatte ihm 25 Fragen zur Beantwortung vorgelegt. Aiwanger hat sich für die Beantwortung mehrere Tage Zeit genommen und dann so geantwortet. Mir ist dieser Vorgang im Detail nicht in Erinnerung. Das entzieht sich meiner Kenntnis. An Details kann ich mich nach 36 Jahren nicht mehr erinnern. Das ist mir nicht bekannt. Daran kann ich mich nicht erinnern. Die weiteren Fragen kann ich nicht beantworten. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Und schließlich auf die Frage, welche Konsequenzen haben Sie damals aus der Angelegenheit für sich persönlich gezogen? Der Vorfall war ein einschneidendes Erlebnis für mich. Er hat wichtige gedankliche Prozesse angestoßen. Prozesse des Vergessens, vermute ich. Besteht Aiwangers Gehirn also wirklich nur aus drei Bereichen? Und zwar Weißbier, Weißwurst und weiß nicht mehr? Oder sagt er bewusst die Unwahrheit? In beiden Fällen wäre er ziemlich ungeeignet als Politiker. Es gibt allerdings noch eine dritte Möglichkeit. Er hat die 25 Fragen gar nicht selber beantwortet. Meine Damen und Herren, bei uns hat sich seine Schwester gemeldet und sie sagt, in Wahrheit habe sie die Fragen beantwortet. Sie ist heute bei uns. Herzlich willkommen, Heidi Aiwanger. Aiwanger, nur damit ich das richtig verstehe, für dieses unsägliche Flugblatt hat Ihr gemeinsamer Bruder Helmut die Verantwortung übernommen und diese 25 Fragen... Das mit den 25 Fragen, das war ich. Ja, und doch sonst alles. Die ganze Verteidigungsstrategie, also wirklich alles, was im Laufe dieses Skandals vom Hubert gesagt wurde, ich habe es ihm eingeflüstert. Ich bin schuld. Und Ihr Bruder Hubert ist also eigentlich ganz anders, oder was? Das ist ein Aufrechter. Ein Mann, der immer sehr genau abwägt, was er sagt. Ja? Ein Brain, ein Mastermind. Der schlauste Kopf im bayerischen Stellen. Und jetzt steht er da wie der letzte Depp und das ist alles meine Schuld. Manche sagen ja, das Krisenmanagement von Aiwanger sei noch viel katastrophaler gewesen als das Flugblatt an sich. Ja, aber doch nur, weil ich ihm dazu geraten habe. Er kann doch gar nichts dafür. Er hat noch zu mir gesagt, Heidi, ich kann doch nicht nach diesen ungeheuerlichen Vorwürfen jetzt irgendwas von Hexenjagd erzählen. Da stehe ja da wie der letzte Vollpfosten. Also der Hubert wollte Söders 25 Fragen sehr präzise, ausführlich und nach bestem Wissen und Gewissen beantworten. Und warum hat er das dann nicht getan? Ja, weil er Angst gehabt hat. Er hat da wahnsinnige Angst gehabt, dass er die Fragen falsch beantwortet. Und dann als Strafe am Ende ein Referat halten muss über Demokratie. Das wäre für ihn schon eine sehr aufwendige Recherche geworden. Und dann haben Sie die Fragen beantwortet, indem Sie die Fragen eigentlich gar nicht beantwortet haben. Naja, ich habe gesagt, Hubert, strategische Amnesie, das ist die letzte Möglichkeit, jetzt noch aus der Nummer rauszukommen. Und dann habe ich noch gesagt, Hubert, wenn du das jetzt konsequent durchziehst, dann kannst du eines Tages noch Kanzler werden. Frau Aiwanger, ich muss sagen, diese ganze Geschichte, ich finde es etwas seltsam. Die Geschwister übernehmen dafür, die Geschwister die Verantwortung. Ist das so irgendwie? So ist es bei uns in der Familie Aiwanger. Ja, man hält das Aiwanger hin. Ah,
aber es ist nicht so richtig glaubwürdig. Der eine Bruder Helmut, ihr Bruder Helmut, der galt ja wohl eher als Rocker und Revoluzzer früher, hörte die Rolling Stones und Led Zeppelin und der hat mit dem Nationalsozialismus geliebäugelt? Ja, wie das langhaarige Rolling Stones-Fans eben meistens so tun, ja. Leider. Und Hubert wiederum pflegte ja einen eigenwilligen optischen Stil in der Zeit. Haben wir das Bild da, hier? Ne, also strammer Seitenscheitel, kleines Oberlippenbärtchen. Wie erklären Sie sich das? Haarwirbel und Herpes. Ah. Ja, der, ja, sicher. Der Hubert, der hat so einen ganz einen fiesen Haarwirbel gehabt. Ja? Der hat eine andere Frisur quasi unmöglich gemacht. Und hat leider ein kleines Problem mit einem wiederkehrenden Herpes. Ja. Die Haare hat übrigens die Tante Jutta geschnitten. Ich habe vorhin mit ihr geredet. Sie übernimmt die volle Verantwortung für die Frisur. Okay. Und den Schnäuzer hat ihm sein Cousin rasiert, nehme ich an. Nein, sein Schwiebschwager. Und wissen Sie was, Herr Ehring? Es tut ihm furchtbar leid. Vielen Dank, Heidi Aiwanger. Das politische Tagesgeschäft läuft schon wieder munter weiter, zumindest das, was man in Bayern so unter politischem Tagesgeschäft versteht. Sowohl Aiwanger als auch Söder traten beim Gillermoos auf und die Flugblattaffäre wurde nicht mehr erwähnt. Wenn Sie sich fragen, Gillermoos, ist das sowas wie Mittelerde? Nein, Gillermoos steht exemplarisch für dieses Land. Fragen Sie Friedrich Merz. Nicht Kreuzberg ist Deutschland. Gillermoos ist Deutschland, meine Damen und Herren. Gillermoos ist Deutschland, Kreuzberg nicht. Wo auch immer das liegt, Kreuzberg. Aber wenn er das so sieht, bitteschön, beim Gillermoos wird viel gegessen, viel gesoffen, viel gekotzt. Es ist ein Volksfest, wo man Kettenkarussell fahren kann oder auch Holzsäge-Wettbewerbe bestreiten. Und gleichzeitig gibt es dann Festzelte, in denen Vertreter aller Parteien ihre Reden schwingen. Es wird viel verzapft, sowohl Bier als auch Stammtischparolen. Das ist also Deutschland. Markus Söder hat es beim Gillermoos nochmal betont. Die Grünen passen mit ihrem Weltbild nicht zu Bayern. Und deswegen wird es keine Grünen in der bayerischen Staatsregierung geben, meine Damen und Herren. Auf gar keinen Fall. Ja, und ist Aiwanger bei den Grünen? Nein, ist er nicht. Also darf er bleiben. Die Causa Aiwanger wird damit aber auch zu einer Causa Söder. Die beiden haben sich aneinander gebunden. Zwischen die passt jetzt kein Flugblatt mehr. Ob Markus Söder sich damit wirklich einen Gefallen tut, das wird sich zeigen. Hier ist für ihn schon mal unser Song der Woche. Ich sag euch eins, Bayern, 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 Bayern. Wenn Bayern, dann in Bayern. Ja, servus miteinander im geilen Bayernland. Den Seppel hier rechts, den lass ich schön im Amt. Den ohne, den ohne, den ohne, den ohne, den ohne, ohne mein Hupsi, da bin ich am Arsch. Guck mal, der Markus Söder. Hat er Durst, sein Spezi hat nen Vogel, doch das ist ihm Wurst. Guck mal, der Markus Söder, mal Gandhi und mal Schreck. Absolute Mehrheit ist grad ganz weit weg. Ich glaube, Homer Simpson würde CSU wählen. Ja, servus miteinander, ich bin der Oberpfarrer. Schön scheinheilig, bitte ein Kreuz in der Hand und Corner, 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 Corner sitzt wie ich, so selbstgerecht da. Die Grünen hasse ich. So wie die Pest. Bognes. Die kiffen Crystal Meth. Zum Weihnachtsfest. Windräder find ich den letzten Dreck. Ich nehm höchstens ein paar kleine und stell die ganz weit weg. Ich bin der Oberelch der CSU und ein Machtgeiler, wenn der Hals noch dazu. Atomkraft nein, dann wieder ja. Grad wie's mir passt für die Wiederwahl. Echten Klimaschutz, den mache ich kaum. Ich umarme lieber einen Baum. Guck mal, der Markus Söder, ein Stammtischpopulist. Er macht Deutschland in die Weißwurst, wenn er Kanzler ist. Guck mal, der Markus Söder. Jetzt ist endlich vorbei. Was an der Mediathek oft kritisiert wird, ist ja die fehlende Kommentarfunktion. Und mir ist das Feedback trotzdem wichtig. Also habt ihr jetzt die Gelegenheit, verbal zu kommentieren. Und zwar ab jetzt. Ja, das sind ganz wichtige Punkte. Ich nehme mir das alles sehr zu Herzen. Was wir daraus machen, seht ihr hier bei uns in der Mediathek.